Herzlich willkommen zum Let's Play oder Test oder kommt drauf an, wie das Spiel ist. Primal Carnage. Wieder mal ein Dino-Spiel mit mir und Uwe. Hallo. Haben wir wieder unsere Lieblings-Dino-Spiele herausgesucht. Beziehungsweise es war bei Steam im Angebot. Was für Team spielst du? Bist du Mensch oder? Jetzt tun wir Seiten wechseln, gut. Jetzt tun wir Seiten wechseln. Auf Standard 2 Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin jetzt Mensch. Ich bin das Dino. Ist gut, da spielen wir Gegner. Schön. Ach, kleinen T-Rex hier. Was ist das für Spiel? Was muss man machen? Ah, da müssen drei mehr Spieler nötig sein, um als das zu spawnen. Na gut, bin ich sowas Kleineres. Was kann ich denn da? Schreien. Boah, geil. Und zubeißen. Was muss man jetzt hier machen in dem Modus? Ich glaube, du musst mich killen. Also musst du Dinos killen, wenn du ein Dino bist. Also einfach bloß hier rumlaufen und töten. Sozusagen. Ich hatte es mal angespielt, ne? Da musste man so Eier klauen und die bei sich schon die Bude schaffen. Also ja, Capture the Flag. Ah! Warst du auch gerade hier in der Ecke dort? Ne, mich hat der Dino von oben gekillt. Ich bin erschrocken. Ich bin jetzt viel von hinten, dass ich drauf. Aber sonst sieht so grafisch eigentlich ganz neckig aus. Also grafisch, ne? Sieht es besser aus als Orion Prelude. Ja. Ja, und dann und als hier Nadine Nazis, ja. Ey! Jetzt versuche ich das Flugsaurier. Ja. Ich muss aber eben sagen, dass. Ich glaube, ja, Nazi-Dinos bis jetzt am besten fand. Und das fand ich auch. War eigentlich. Weil das so, doch für Kurzweil gesorgt hat. Das war so dauerhafter Spielspaß garantiert gewesen. Aber ich muss sagen, das Spiel jetzt kostet ja normal 15 Euro. Also für 15 Euro würde ich mir das niemals kaufen, ja. Nee, das wär's mir, denke ich, auch nicht wert. Wir haben es jetzt für wie viel Worts 3, hä? Das ist eigentlich auch schon genug wert. Hast du mich gerade gegriffen? Nee, ich hab überhaupt keine Nähe. Streck hast du scheiß Flugzeuger weg und hat mich jetzt von oben fallen gelassen. Ich weiß noch nicht, wie ich mit diesen Dinos angreife. Oh, ich hab ihn gefressen. Ich hab den Lixer getötet, aber ich brauch's mal hier. Brauchst du mal hier Medizin-Bug? Ich schau irgendwie drum. Scheiße, Strom. Also, ich muss sagen, das Spiel. Interessant. Gefällt es mit dir, Besitzer? Na, als Dino geht's einigermaßen. Ja, ich habe immer als Dino gespielt, da wusste ich irgendwie, was ich mit welchem Dino machen konnte. Das fand ich bei Dino, der Nazi-Dino ist eigentlich auch ganz cool, weil du eigentlich, das war selbsterklärend da. Von der Spielmechanik, was du mit welchem Dino machen kannst und so. Das ist ein bisschen undurchsichtig hier mal. Ich habe irgendwie das Problem, dass ich nicht weiß, wie die überhaupt funktionieren, die Dinos. Ja, was du für Angriffe hast. Ich kann mit der linken Maustaste irgendwie springen, aber mit der rechten Maustaste mache ich irgendwas anderes. Da war es bei den alten Dinos ganz cool, dass der Dino einfach eine scheiß Waffe getragen hat und du ganz genau wusstest, okay, ich kann mir damit schießen. Stehst du da oben auf der Mauer drauf? Nee. Ich hab gerade fast so Dino gefressen. Wir stehen ja alle auf der Mauer oben drauf. Vielleicht müsste ich für die Maustaste länger halten, ich weiß es nicht.
Oh, ich habe einen Assist bekommen. Was kann ich denn mit dem Vieh machen noch? Warum leuchtet das denn hier so? Weil ich zum Beispiel auch noch nicht verstanden habe, wie da Flugsaurier fliegen können. Da musst du irgendwie Laser so drücken, da fliegt da irgendwie. Du musst ihn dauerhaft schlagen, so wie es bei den Dino-Nazis ist. Alles klar, jetzt hab ich nicht alles rausgefunden. Ja, ich glaube, ich laufe einfach mit dem Flugsaurier. Also wenn du einen laufenden Flugsaurier findest, ne, dann bin ich das. Gut. Obwohl, jetzt weiß ich, wie es geht. Wo bist denn du? Will dich mal sehen. Ja, ich mich auch. Zeig dich mal. Gib mal einen Tipp. Zeig dich, Uwe. Ich schlafe hier rum. Das ist hier eine Fabrikhalle hier. Die ist ziemlich voll gewuchert ist. In der Mitte die Fabrikhalle, sagst du? Ja. Wirst du gerade angegriffen von den Dino? Noch nicht. Jetzt. Ah ja. Und tötet keine Frauen. Und du spielst als Sniper? Nee, ich hab's probiert. Der große Saurier ist am besten irgendwie, aber die T-Rex kann ich leider nicht nehmen. Hm. Sind wir einfach nur zu wenig im Team. Ja. Ich glaub. Komm, wie kann ich denn den packen? Was die mit ihrem scheiß Feuerzeug? Ah, ich hab dich umgebracht. Das wird Konsequenzen geben. Ja. Ich bin gestorben. Ja, sag ich doch. So schnell kam die Konsequenz. Na gut. Der Kollege hat es gemacht. Läuft der einfach bloß die ganze Zeit rum? Also das ist wirklich... Dummer Spielmodus, ne? Ich weiß ja nicht, ob es einen anderen Spielmodus gibt jetzt so. Es gibt noch andere Spielmodi, aber wissen wir wahrscheinlich nicht auf dem Server noch hier. Oder auf dem momentan noch, ne? Ich wechsle das schon mal ab. Ja, mal sehen. In 2 Minuten ist ja... ist die Runde zumindest zu Ende. Okay. Ich bin letzter in meinem Team. Ich nicht, weil er noch gejoint ist. Du bist ja... Ich finde auch gerade keinen mehr. Anscheinend ist doch die linke Maustaste der Angriff. Wo sind denn jetzt alle hin? Spielt ihr noch mit? Kämpfst doch bestimmt irgendwo, oder? Nee. Ah ja, da hinten. Kill! Wurdest du gerade gefressen? Ja, vom maximal Manimal Raptor. Warst du eine Frau? Ja. Okay, hab ich dir zugeguckt, wie du gefressen wurdest. Schön. Danke. Freut mich jedes Mal wieder. Ich habe nur noch 30% live. Da oben seid ihr. Oh, defeat! Ich hab gewonnen, siehst du? Du hast nur 3 Kills, immerhin. Ich hab nur 3 Kills. Mhm. Ja, da gucken wir jetzt nochmal.
Gucken wir jetzt nochmal, was es noch für einen anderen Spielmodus gibt. Einen kurzen Cut gibt's da jetzt. So, jetzt bin ich auf der Dino-Seite hier. Der Quatsch, Mensch, auf der Mensch-Seite, hab ich ja gerade gesagt. Und kill jetzt ein Uwe als Dino, da kommt doch bestimmt angeflogen, oder? Ich frage nicht, was für Dino ich bin. Du fliegst doch bestimmt hier irgendwo drin, in so einer Kiste, in so einem LKW, oder? Nee. Boah, geil! Hast du vor uns mal den mit der Flamme gespielt? Mit dem Flammenwerfer? Ja, die fand ich nicht so geil. Also eine Kettensäge, aber die fand ich nicht so geil. Das wollte ich gerade sagen, der hat eine Kettensäge unten dran noch. Ich sag geil, ein Flammenwerfer mit Kettensäge. Weh, das geht auch nicht. Ich hab ihn gekillt. Du hast ein Nest geschafft. Wie tot gebissen. Linke oder rechte Maustaste? Links. So, links doch Angriff, da sind die nur. Scheiße, hast du umgebracht. Du warst das, du Mistkragel. Danke. Nee, Mistkragel sind dann nur die Viecher, die rumfliegen, ne? Was ist, wie kann ich denn hier das Zeug... Keep watch, I need fuel. Was ist denn das? Tank's getting low. Ach, ich hab grad Munition aufgeladen jetzt. Aha. In so einer Kiste. Ist gut gemacht, ist gut gemacht. Alles hat er stolz auf dich, Philipp. Das freut mich. Dass mal einer stolz auf mich ist. Ich lass nochmal leben drauf. Es geht auf dieser Karte einfach zu wenig. Ich bin ins Wasser gefallen. Achso, gut, dann bist du doch schon mal nett, den ich hier gerade verfolge. Warum verrecke ich denn nicht? Ich will mal eine neue Klasse auswählen. Ich fliege gerade rum, ich finde doch nicht jemanden. Ich renne jetzt mal zu dem Schiff. Könntest du mir mal killen? Ich bin jetzt auf dem Schiff. Ich auf dem Kran. Komm mal auf dem Schiff. Ja, ich renn auf dem Schiff. Am Bug oder am Heck? Ja, am Führerhaus. Führerhaus am Schiff. Ah, da unten rennt er herum. Kämpft mich gerade mit jemand. Ah, oh, cool. Der erste, der gewährt hat, weißt du? Jetzt bin ich tot. Ich seh. Nehmen wir mal Humans, ja, ein Pathfinder. Ach, ihr könnt ja, an dem Vieh konnte man fressen und hat wohl Leben dann wieder regeneriert. Was? An dem großen Dino, der da auf dem Schiff liegt. Kann sein. Wir freuen uns gewundert schon für was da ist. Was? Hast du mich geschossen gerade? Fliegst du hier rum? Ja. Dann ja. Scheiße, ich muss nachladen. Das riecht so, das riecht so. Aber dich krieg ich. Ich bin zu schnell weg. Bleib da! Bleib da! Niet. Ich seh dich noch. Hab ich doch gesagt, Scheiße. Ich habe dich gesehen. Ich will bloß was fressen.
Ja, der eine ist gerade vor mir stehen geblieben, hat sich ein bisschen erschrocken, glaube ich. Man kann über das Flutdino ihn greifen und ihn mit hochnehmen und so, aber ich weiß nicht, wie das geht. Das Rüsch hat sich nur erschlossen hier manches. Weil du nix weißt. Da kommt was Großes. Das muss so ein Klinkeln hier. Ja. Hey Philipp, was soll denn das? Was das soll? Das ist scheiße, ja. Ey, ich seh nix. Oh ja, drei Mann auf mich. So ich muss überleben. Das Trapper nehmen wir jetzt mal. Mal sehen, was der kann. Ey, da kann er einfangen. Fang dich jetzt einfach. Was machst du denn dann? Ja, das Dino spielen ist ja scheiße. Weiß nie, was du machen sollst, ja. Komm, verfolgt mich. Scheiße! Der verfolgt mich ja wirklich. Wir treffen im Scheißnetz, ne? Ach, so kann ich schießen mit links und rechts. Akimbo-mäßig. Noch nicht mal eh getroffen. Scheiß Luti, das ist der Rotz. Ich will sterben. Na komm her. Ich bin gleich wieder bei dem Schiff. Der Elf, der kennt auch einen Rums, doch. Erstmal ist ein Scheißspiel. Manimal, Raptor hat mich gekillt. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Man hat schon... Aber der mit der Schrotflinte ist irgendwie der Beste. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Ey, bleib stehen. Bleibst du jetzt stehen? Das gibt's doch ne. Irgendjemand ist gerade ins Wasser gefallen. Scheiße, Philipp. Ich snacke einfach alles weg. Also gegen die Dinos spielen macht irgendwie Spaß, aber mit den Dinos... Hey, ja, was ist denn jetzt los? Warum bist du denn jetzt plötzlich hier... in meinem Team? Weil das Dino spielen scheiße ist. Hast du gerade gesagt. Kann ich ja gar nicht mehr killen. Ja doch, Teambeschiss. Geht das? Ich bin ja. Kann ich auch von dem Dino fressen und mein Leben regenerieren? Ne, geht nicht. Ich hab aber Zunge auf Dinofleisch. Naja, ey, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, man müsste es ja irgendwie unnötig in die Länge ziehen, oder? Ne. Wir haben eben mal gesehen, wie das funktioniert und es hat sich als kein gutes Spiel rausgestellt. Warum klingelt bei mir das Telefon? Das kommt. Ey, ich werd angegriffen, das ist eine Kacke! Hey. Kotzt mich an das Telefon. Okay, ich hab's geklärt. Wie gesagt, Uwe, wollen wir jetzt ja trotzdem noch weiter oder? Nee, müssen wir nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ja, an alle, es ist eine Fehlinvestition, das Spiel. Es ist wirklich eine Fehlinvestition. Also ich empfehle es nicht, außer ihr habt natürlich Lust, ne? Auf Dinos, noch kein Dino-Spiel. Obwohl, ne, da empfehle ich ja trotzdem Dino D-Day. Dann kauft ihr Dino D-Day, genau, das ist viel besser. Genau. Ja gut, dann war's das für dieses Let's Test. Das ist ziemlicher Mist, ja. Das ist wirklich ziemlicher Mist.
Ich glaube, es leidet jetzt, ja. Aha, ich glaube auch. Gut, da ist ja Orion Prelude noch. Na, wohl. Das ist besser, das ist schöner gemacht. Wir sind beides eigentlich ein bisschen Mistspiele. Ja, Prelude hat mir besser gefallen. Haben wir länger gespielt. Das stimmt, das haben wir 9 Folgen lang und das wird nur ein letztes Test. Das war nicht der ganz große Scheiß. Oder wir sind halt schon Gutes gewöhnt, ne? Ja, wir sind verwöhnt von Dino, die, was eigentlich wirklich das geilste Dino-Spiel ist. Ja, genau. Dino ist ein Nazi, das kann er ja auch gerne tippen. Genau, und deswegen gibt es Dino D-Day auch demnächst mal wieder irgendwann. Ne? Genau. Mit mir, Uwe und Sebastian. Korrekt. Genau, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Let's Test hier auf Philips Gaming. Tschüssi!